erstmal herzlich willkommen. Michaela Kühnemann, herzlich willkommen zu Künstler fragen Künstler. 7 Fragen, die wir für das Paul Klinger Künstler Sozialwerk machen. Und ja, die erste Frage: Welcher Gedanke ging dir heute Morgen als erstes durch den Kopf? Also ich muss zugeben, heute Morgen, also es ist ein bisschen später gewesen, ich habe mich gefragt, warum man eigentlich, wenn man eine bestimmte Situation hat, man wird irgendwie blöd angemacht und man reagiert falsch. Darüber habe ich dann tatsächlich länger nachgedacht. Das war natürlich jetzt nicht ganz in der Früh, aber es ist mir heute beim Arzt passiert. Da bin ich ganz blöd angemacht worden und habe ganz saudumm reagiert, also so wie ich eigentlich nicht hätte reagieren sollen. Und habe mich danach gefragt, wieso ich so reagiert habe und würde das gerne abstellen. Also ich arbeite an mir. Was macht die Krise im Augenblick mit dir? Also die Krise hat mich, im Augenblick bin ich beschäftigt. Also ich kann Gott sei Dank, ich habe einen Job, ich habe einen Videojob bekommen, was total gut ist. Und deswegen macht es mich gerade ein bisschen ruhig, aber ich kriege mit, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen oder auch vielen Musikern nicht so gut geht. Und das macht mich ein bisschen betroffen und da versuche ich, mich zu engagieren. Also einfach zu helfen, wo es geht, mit E-Mails schreiben oder Petitionen unterschreiben oder wenn es da irgendwas gibt, versuche ich das zu machen. Und woran arbeitest du zurzeit? Ja, ich habe einen Auftrag bekommen für ein Buch. Da hat jemand ein Buch herausgebracht, ein Gedichtband, Liebessagen, bayerische Liebessagen. Und damit tritt er auch live damit auf. Und er wollte eigentlich, dass ich einen Live-Mitschnitt mache, zu dem es leider dank Corona nicht gekommen ist. Und jetzt versuchen wir einfach einen Videotrailer zu machen, den dann Veranstalter auch sehen, dass die noch, ja, dass sie vielleicht damit werben können, wenn es dann wieder losgeht. Hat sich dein künstlerisches Arbeiten verändert? Nein, kann ich eigentlich nicht behaupten. Also ich arbeite nach wie vor, also nee, das hat sich jetzt überhaupt nicht verändert. Ich habe versucht, bei mir zu Hause, weil ich zu Hause arbeite, mehr aufzuräumen, mehr Klarheit vielleicht sowas zu bekommen. Aber das hätte ich auch ohne Krise gemacht, glaube ich. Was bedeutet für dich vermehrt jetzt zu Hause zu arbeiten oder von zu Hause aus? Also das ist eben ganz lustig, weil da hat sich ja nicht viel verändert. Ich habe vorher ja auch schon sehr viel oder fast ausschließlich zu Hause gearbeitet. Das Einzigste ist halt dieses Treffen der Kunden sozusagen. Das finde ich irgendwie schade, dass das nur noch per Telefon geht oder wenn man sich dann trifft, dass man so auf Distanz stehen muss. Das macht mir nicht so viel Freude. Und was fehlt dir besonders? Ja, der persönliche Kontakt, also mit Freunden treffen, aber auch Konzerte gehen. Also ich gehe sehr, sehr gerne auf Konzerte und das fehlt mir gerade schon. Also es gibt auch ein paar Karten, wo jetzt immer wieder so die Veranstalter schreiben, ja, es wurde verlegt auf. Also das Schärfste ist jetzt irgendwie Mai 2021. Ich bin gespannt, was da noch kommt, wohin die Konzerte verlegt werden. Aber ich freue mich auch dann im Mai 2021 auf das Konzert zu gehen. Also von dem her, ja. Und was denkst du, wird sich verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Ja, also ich glaube, dass wahnsinnig viele Bühnen einfach dicht gemacht haben. Also es wird ein Bühnensterben stattfinden, weil es gibt viele, die sich dann einfach nicht mehr erholen, die vielleicht einfach nicht die Künstler buchen können, die ihren Schuppen voll machen, sondern die eh schon immer vielleicht Kleinkünstler veranstaltet haben. Also ich bin ja selber noch im Vorstand von Ars Musica, das ist ein Musikverein in Sendling im Stemmerhof. Wir stehen da noch relativ gut da, weil wir eine Kulturförderung bekommen. Aber die ganzen freien Bühnen, wie geht's denen? Oder der Gastro? Also ich habe das Gefühl, ja, da bleibt nicht mehr, also ich sage jetzt mal 30% brechen weg, glaube ich jetzt einfach mal. Und das ist schon bitter. Also das ist sehr bitter. Bei den Künstlern zum Beispiel, die jetzt keine Auftritte haben, die sind ja kreativ. Also ich kann mir schon vorstellen, auch wenn es total bitter ist, dass viele vielleicht entweder vielleicht auch anfangen, Unterricht zu geben, wenn sie das nicht eh schon machen, also das dann vermehrt machen. Also die versuchen sich sicher irgendwie anders durchzumanövrieren. Also ich habe ja sogar selber schon dran gedacht, ob ich nicht vielleicht, aber einfach weil ich Lust dazu hatte, Straßenmusik zu machen, mich einfach irgendwo hinzusetzen und Musik zu machen. Also von ein paar Leuten habe ich das jetzt schon gehört. Ja, das fände ich zum Beispiel. Oder ich hoffe eigentlich schon, dass die Politik jetzt langsam mal in die Pötte kommt und da was macht. Also ich glaube noch dran. Okay, dann nehmen wir das als gutes Schlusswort, weil das waren schon die 7 Fragen. Michaela Kühnemann aus München,
Filmemacherin und Musikerin, Sängerin, herzlichen Dank. Ich drücke dir die Daumen, dass, ja, wenn es gar nicht klappen sollte mit der Straßenmusik, klappt. Ich komme dann auch vorbei und werfe es in den Hut. Genau. Alles Super. Gute dir und ja, herzlichen Dank nochmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Servus.